Deshalb finde ich den Server auch so geil, weil der Server sich meiner Meinung nach auch von anderen ein bisschen abhebt, was natürlich sehr wichtig ist. Hier haben wir zum einen schon mal, ja, Plari ist jetzt schon mal ein Jahr alt geworden, finde ich auf jeden Fall nice. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es eine weitere Servervorstellung. Heute sind wir auf dem Plaria.net Server. Das ist der Server vom lieben Floex. Falls ihr den nicht kennt, Link in der Beschreibung. Noch, ja, der ist zwar größer als ich, aber trotzdem mit 12.000 Abos, glaube ich, so. Auch noch so eher klein dafür, ist aber eher Programmierer und hier gibt es natürlich auch noch ein, zwei, drei andere Programmierer. Ich kenne mich mit dem Team nicht so ganz gut aus, aber ich bin auf jeden Fall gut Programmierer und deshalb finde ich den Server auch so geil, weil der Server sich meiner Meinung nach auch von anderen ein bisschen abhebt, was natürlich sehr wichtig ist. Hier haben wir zum einen schon mal... Ja, Plari ist jetzt schon mal ein Jahr alt geworden, finde ich auf jeden Fall nice. Wusste gar nicht, dass er schon so weit ist. Ich war bei der Eröffnung dabei und ging irgendwie im Flug vorbei, dass es jetzt schon ein Jahr ist. Und da haben wir bis zu 70% ja, Rabatt im Shop. Könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr wollt. Aber davor möchte ich natürlich euch bei den Server vorstellen, denn es gibt ja auch Sachen, die ich richtig geil finde. Zwischendurch spiele ich auch mal gern auf dem Server, zum Beispiel wenn Flow Extreme, zum Beispiel Kurs finde ich hier geil. So, wir haben hier als erstes mal den Transporter, wenn wir hier das auswählen. Diese Animation zum Hochfahren, die finde ich richtig nice. Habe ich noch nie gesehen, finde ich geil. Hier haben wir einmal den Server Space Jump. Ragnar Kors Minigames, dann kommen wir mal wieder zum Spawn. Wir haben hier einmal die Belohnungen. Hier sollte auch gleich mal der Typ hier ankommen, der uns unsere Belohnung gibt. Ich glaube, der steht hier oder so. Für mich gibt es anscheinend heute keine Belohnung. Das gibt eine Anzeige. Ah, ich glaube, man muss nochmal auf die Druckplatte. So, genau, da ist er. Hier haben wir einmal Berechtigung. Ja, Verfügbarkeit. Ja, einmal benutzen und dann habe ich 2000 Coins. Dann gibt es hier noch die Diamantbelohnung. Die sind wahrscheinlich für höhere Ränge und nochmal die Rubinenbelohnung. Reward abbrechen, da sind sie wieder weg. Ah ja, okay, ihr müsst nochmal auf die Chestplate hier. Auf die Chestplate, ich bin so verwirrt gerade. Dann haben wir hier Server Erde Mond. Das sind City Build Server. Da sind noch gerade ein paar Leute drauf. Und hier gibt es noch einen Vorbau-Server. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Space Jump an. Der hat anscheinend keinen Bock auf uns. Wir sind dann hier und dann müssen wir einmal hier in dieses 3x3 Feld. Und dann landen wir hier auch. Dann haben wir einmal Spielerherausforderungen, Warteliste, Stats, Einstellungen und Einzelspieler. Da können wir mal auf eine zufällige Map. Und das ist sowas wie zum Beispiel Jumply. Oh Gott. Nur, dass ich in Jumply... Ich frage mich immer, was diese Blindheit hier soll. Ich weiß nicht. Ihr könnt mit dem Schwert auch noch andere Spieler herausfordern, gegen die ihr dann noch antreten könnt. Das hier ist wahrscheinlich jetzt der Checkpoint. Und hier sind hoffentlich genau drunter. Und dann könnt ihr hier einfach mal Jump'n'Runs üben oder gegen andere, gegen Freunde oder sonst andere Spieler spielen. Hier könnt ihr auch einen Neustart machen, warum auch immer. Und das Ganze auch verlassen. Dieser Türsound, den finde ich auch nice. Und hier müsst ihr halt dann einen Spieler hitten. Im Scoreboard seht ihr die Punkte, ob ihr eine Einladung habt und ob oder für wen ihr die Ich raste komplett aus! Zum Beispiel ein Teddy Skin, da zeigt schon mal wieder, dass der Server Qualität besitzt. Ja, da haben sie recht. Kommen wir zu Ragnar. Habe ich selbst doch gar nicht ausprobiert. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wir haben hier zwei Lobbys. Einmal 4 und einmal 16. Ich gehe mal hier rein. Okay, es gibt zwei Teams. Oben kenne ich auf jeden Fall.
Aber hier sehen wir zum Beispiel wieder zwei Teddys. Das bedeutet, der Server hat noch mehr Qualität. Halt einmal. Hier können wir uns jetzt eine Map auswählen. Forest, Oasis, Oben oder Woods. Zum Beispiel können wir hier für Oben. Ja, was der Modi macht, ich weiß nicht, ich habe den noch nie gespielt. Und hier haben wir halt nochmal ein Teddy. Das bedeutet auf jeden Fall, der Typ hat, der Server hat noch mehr Qualität. Danke, Mann. Ich denke mal, ihr wisst alle, was Kors ist. Wenn nicht, schaut euch irgendein Video an. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hochgeladen habe. Könnt ihr einfach mal suchen. Wenn ich nicht so vergesslich bin, verlinke ich es euch mal oben rechts, falls ich das schon mal aufgenommen habe. Minigames, das ist eine relativ witzige Sache. Und zwar ist das zum Beispiel im Livestream. Der Klasse, ihr müsst hier einfach rein. Und dann habt ihr hier Spielerzahl. Und Achtung, dieser Modus ist noch in der Beta-Phase. Bla bla bla. Das Ganze wird dann wahrscheinlich von einem Teammitglied oder Admin gestartet. Hier haben wir zum Beispiel eine Stats-Wand. Ja, das ist eher so für den Livestream, denke ich mal, gedacht. Und was City Build ist, denke ich mal, wisst ihr auch alle. Hier haben wir noch den Vorbau-Server. Dort können wir auch einmal reingehen. Aber das eigentlich wie City Build, nur dass ihr hier wahrscheinlich Game Mode 1 habt oder halt diese Kreativmodus-Kiste. Im Inventar habt ihr hier unter anderem einen Astronomie-Koffer. Wenn ihr den öffnet, könnt ihr halt hier Extras für die Lobby auswählen, zum Beispiel einen Astronautenkopf, einen Floex-Kopf, Byron oder Denario. Und hier Oberteile, ich weiß gar nicht. Okay, hier haben wir noch Nahkampfwaffen. Was haben wir hier noch? Fernkampfwaffen, Space-Tiere. Ich weiß auch gar nicht, wo man sich die alle kaufen soll. Da bin ich selbst gerade überfragt. Hier haben wir noch den Lobby-Switcher. Wir haben aktuell zwei Lobbys. Der Server ist anscheinend doch online. Okay. Mr. Lama hat uns den Server aufgemacht. Kurz geht raus. Hier ist noch die VIP-Lobby. Wahrscheinlich für die Premium-Leute, damit sie auch ihre eigene Lobby haben. Da können dann alle Premium-Spieler rein und vom Team außerhalb die Non-Premiums, die wie ich kein Geld haben. Big Mac Bunny weg. Hier haben wir einmal nochmal die Konfiguration. Die ist auch etwas anders wie bei anderen Servern. Zum Beispiel haben wir hier die Scroll-Animation. Wenn wir die hier zum Beispiel mal aktivieren, dann bekommen wir gleich, ihr müsst mal hier unten achten, aus und an. Das bedeutet, der Bungee-Code startet in. Okay. Zum Beispiel, wenn wir hier einfach mal durchscrollen wollen und jetzt zum Beispiel in die Mitte wollen und einmal scrollen, landen wir sofort drauf. Und das Ganze können wir natürlich dann auch wieder ausmachen. Dann können wir hier auf diese anderen Slots auch wechseln. Genauso wie bei den Animationsschlägen. Das verändert die Länge von einigen Animationen in der Lobby. Habe ich jetzt auf Mittel, ist standardmäßig. Dann haben wir zum Beispiel lang, ich denke mal, Transporter. Das, glaube ich, hat niemand ausgewählt aus dem Grund. Ja, ich weiß. Und dann haben wir hier nochmal kurz. Jo, die fliegen ja mit 12.000 Kilometer die Stunde. Wie schnell fliegt ein Flugzeug auf Reisehöhe? Etwas mehr noch, ne? Irgendwie 11.000, 12.000 Kilometer pro Stunde, ne? Heftig. Hier haben wir noch die Teleporter-Animation. Aktiviere oder deaktiviere die Animation beim Öffnen des Teleporters. Können wir zum Beispiel, ach, ich muss hier oben immer klicken. Zum Beispiel, Moment mal, Teleporter. Das ist wahrscheinlich hier. Ah, okay, dann bekommt ihr hier dieses Feld anstatt, dass ihr zu den Männchen teleportiert werdet. Ich finde die andere Variante schöner als die hier. Und könnt euch dann hier alles aussuchen. Ich stelle das aber hier wieder aus, weil ich finde das andere schöner. Bei den Animationen könnt ihr es zum Beispiel ausmachen. Dann müssen wir hier einmal zu den Belohnungen. Und wenn ihr dann hier drauf geht, dann sind die hier direkt da. Das heißt, ihr könnt hier alles, was ihr wollt, einstellen. Bewegungsanimation könnt ihr hier an- und ausmachen. Für die Lobby haben wir hier noch die Sichtbarkeit. Ich denke mal, also das für die Spieler. Dann die Jump Pads. Quick Join entscheidet sich zwischen Portalen oder direkt im Server. Und dann haben wir hier noch das Scoreboard. Das können wir auch so anmachen. Ich weiß nicht, warum ihr trotzdem noch.
das ist, das sieht dann wahrscheinlich so schön aus. Und dann haben wir hier Join-Titel, erhalte einen animierten Join, bla bla bla. Ich lasse es auch mal an, das sieht für mich auch schön aus. Hier können wir noch auf die nächste Seite gehen, haben wir noch einen Spawn-Teleport. Haben wir hier eigentlich noch etwas? Ne, hier haben wir nichts, okay. Dann haben wir hier zuletzt noch das Profil, denke ich mal, selbsterklärend. Hier Spielzeit 0 Stunden, das stimmt aber nicht. Ich habe schon mindestens 1-2 Stunden hier. 6000 Coins, ich weiß nicht, wie man Coins bekommt. Wahrscheinlich die Spielenfreunde. Ja, ich bin freundelos, sagen wir mal so. Hier können wir Einladungen, Benachrichtigungen nachjoinen, Freundesanfragen und Freunde. Ihr seht, ich habe keine Freunde. Dann haben wir hier einen Clan, habe ich auch nicht. Partys, Konfiguration, deine Rubies. Weiß sogar selbst gerade gar nicht, was ist. Vielleicht auch nur für die höheren Ränge, keine Ahnung. Aber ansonsten wäre es das jetzt auch. Wir können mal kurz mit dem Transporter einmal zurück zum Spawn. Und dann werden wir mal hochgeschleudert. Die Animation, glaube ich, können wir auch ausmachen. Und ansonsten wäre es das auch mit dem Server. Lobby selbst gebaut. Wie natürlich auf dem hochqualitativen Server. Die haben hier Teddybären in den Top 10. Ich glaube, da muss ich auch nicht mehr sagen. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute.